Verbesserung der Sportfreunde. Stiller kann jetzt endlich umgetextet werden. Der Titel ist von vielen so herbeigesehnt und herbeigesungen, herbeigetextet worden. Nun ist er da. Und es wird das ein oder andere Heldenlied auf diejenigen geben, die den Pokal in Brasilien geholt haben. Sonne lacht über Berlin, ganz Berlin ist ein kollektives Grinsen, eine Vorfreude auf 23 Fußballer, die die Farben Schwarz-Rot-Gold in die Welt nach Brasilien getragen haben, die mit dem Pokal nach Hause kommen und die sich demnächst hier jeder präsentieren wird. Wird möglicherweise dann laut, wenn der Bus hier irgendwann mal einbiegt, beziehungsweise der Truck. Dann heißt es allerdings nochmal Geduld üben, denn dann holen die Herrschaften erstmal ihre Bausparverträge ab. Nein, weiß ich nicht. Es geht auf jeden Fall in eine als Sponsor befreundete Bank und dort werden sie sich frisch machen und dann geht es dann endlich raus auf die Bühne. Den Eindruck haben, die sind jetzt wirklich in der Nähe hier. Aber bevor die Mannschaft ankommt, wollen wir noch mal hinter die Bühne schalten, denn Helene Fischer ist bei Julia Schaan. So ist es und ich denke, sie freut sich auch schon riesig auf den Auftritt hier. Helene, auch schon neues Trikot an mit dem vierten Stern. Ja, genau, ich bin ganz stolz darauf. Obwohl es noch nicht das Damen-Trikot ist, habe ich eben gehört, das kommt noch raus, aber ist egal, oder? Ich habe ein Herren-Trikot genommen, aber ich muss es einfach zeigen. Sehr, sehr schön. Das kann man natürlich auch so anziehen und so sieht es auch super aus. Wie viel Kribbeln ist jetzt schon da, wenn man weiß, die Mannschaft ist gleich hier mit auf der Bühne und man singt für die Weltmeister? Ja, das ist heute ein wahnsinnig schöner Tag. Also ich meine, das Wetter spielt mit Berlin, ist heiß auf die Jungs und ich glaube, es ist einfach ein schönes Zusammengehörigkeitsgefühl und wir sind alle wahnsinnig stolz auf, ist immer blöd zu sagen, auf unsere Jungs, auf
die tollen Spieler, die haben so Großartiges geleistet in der letzten Zeit. Und natürlich macht mich das auch stolz, jetzt für die Jungs singen zu dürfen, ja. Und viele sind ja großer, großer Fan, haben wir eben noch mal von Wolfgang Giersbach gehört. Gibt es eine kleine Überraschung für die? Werden die was Besonderes hören? Ich würde jetzt einfach mal sagen, sie sollen sich selbst überraschen lassen, ja. Okay, wir sind auch gespannt. Hast du einen Favoriten in der Mannschaft? Ach nee, kann ich so nicht sagen. Also die haben, jeder Einzelne hat ja zu dem Erfolg beigetragen. Von daher kann man sich da auch gar niemanden rauspicken. Natürlich ist im letzten Spiel Mario Götze unser Held natürlich, weil er das 1:0 geschossen hat. Aber ja, die sind einfach alle großartig und sie haben ihres, wie gesagt, dazu beigetragen. Okay, dann viel Spaß gleich auf der Bühne. Danke. Und zurück zu euch, Reinhold. Und auch eine Helene Fischer singt nicht jeden Tag vor ein paar hunderttausend Menschen. Für jeden, der heute dabei ist, egal ob als Fan oder als Sänger einer Hymne, es ist ein sehr, sehr besonderer Tag. Aber vor allem im Leben der 23. Die da oben auf dem Track stehen. Und die das auch erst nach und nach realisieren müssen. Nicht nur, was sie geleistet haben, sondern vor allen Dingen, was sie damit nochmal an überbordender Euphorie. Man hat ja in den letzten Turnieren schon geglaubt, dass das kaum mehr steigerbar ist nach 2006, 2008. Aber es ist, was sie da ausgelöst haben. Da kann man noch so viel deutsches Fernsehen im Campo Bahia geguckt haben. Am Ende war die Welt da draußen weit, weit weg. Und jetzt sind sie mittendrin. Und es ist wirklich unglaublich, mit welcher Geduld, welcher Beharrlichkeit die Fans dieses Teams seit zum Teil Stunden warten, für diesen einen kurzen Augenblick ihnen nahe sein zu können. Die Mannschaft ist in Hörweite. Sollen wir es mal probieren? Und das Team ist jetzt so nah am Brandenburger Tor dran, dass sie hören können, was hier hinterm Pariser Platz los ist. Okay, und jetzt mal nur die Bilder. Mal schauen. Alle! Und die Jungs? Alle! Es ist der vierte Titel, aber noch nie ist die Ankunft eines Teams und eines Pokals auch nur annähernd in dieser Größenordnung gefeiert worden. Wie der WM-Titel 2014. Thank you.
die Stadt Frankfurt am Main hat sich beworben und hat die Weltmeister herzlich eingeladen zum Empfang. Aber angesichts dieser Bilder wird man in Hessen wohl auch Verständnis haben, dass die Wahl des DFB für Berlin die richtige war. Die Hauptstadt ist im wahrsten Sinne des Wortes völlig aus dem Häuschen. Mertesacker war ein großartiger Teamplayer, musste damit klarkommen, dass er ab dem Viertelfinale Joachim Löw die Innenverteidigung umgebaut hat. Hat die gute Stimmung hochgehalten, so wie er jetzt den Pokal stemmt. Das ist das Besondere, wenn man so lange zusammen ist und keiner den Muffel gibt, weil er mit seiner persönlichen Situation unzufrieden ist. Eine hohe Kunst des Beisammenseins, das eine der Grundvoraussetzungen ist auf dem Weg zum Weltmeistertitel. Der Herr da rechts vorne neben Sami Khedira, das ist einer derjenigen, die aufs Team und auf den Pokal aufzupassen haben. Er wird nichts dem Zufall überlassen. Und Herr Mustafi tut ja auch nur so, dass er den Pokal in die Menge wirft. Wie gesagt, diese Trophäe ist mehr wert als der sechsstellige Materialwert. Das ist ein Geld nicht zu bezahlen. So, jetzt schauen wir mal vom Wagen runter, auch wenn offizielle Kameras nicht erlaubt sind. Die Handys funktionieren ja alle. Das also aus dem Kreise der Nationalspieler, auch gerade gepostet. Haben Sie schon viel erreicht, wenn Sie das auf Twitter oder auf Facebook veröffentlicht bekommen haben, denn die Handynetze, die sind auch alle rund ums Brandenburger Tor längst zusammengebrochen. Ausnahmezustand in jeder Hinsicht. DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach. Und feiern diesen Augenblick! Jetzt gleich!
steh auf, mach laut, mach richtig, Herr. Wir lieben das Leben und alle deswegen. Wieso singt denn Marius Müller Westernhagen da nicht mit? Was ist denn das für ein Argument? Ich kann kein Kölsch. Und dass Wolfgang Niersbach als Düsseldorfer sich der kölschen Mundart bedient, ist eben auch ein Zeichen dafür, dass heute alles geht. Und sie biegen ab auf die letzten Meter dieses unvergesslichen Korsos durch Berlin. Als Nummer 1 der Welt. Und dann werden sie ganz schön ins Staunen kommen, was sie da noch erwartet. Die Sonne scheint, das ist gut für Toni Kroos, für Christoph Kramer und all die anderen, die vorsichtshalber meine Sonnenbrille aufgesetzt haben. So fragt niemand danach, was sich dahinter verbirgt, wie tief die Augenringe sind. Und er wird in dem Gedächtnis der Beteiligten unsterblich sein. Der absolute Wahnsinn. Und 104,6 RTL. Wie oft ich heute schon der absolute Wahnsinn gehört habe, egal ob von denen da oben, von denen, die hier zu Hunderttausenden stehen. Es ist der absolute Wahnsinn. Es ist sensationell, es ist fantastisch, es ist nie da gewesen. Es ist einzigartig. Auch die zweitplatzierten Argentinier haben so eine Medaille bekommen, nicht die gleiche. Und auch einige derjenigen, die jetzt ganz oben am Fußball-Olymp und Fußball-Himmel angekommen sind, haben ja schon ein paar Niederlagen kassiert und die Medaillen der Zweitplatzierten, die schmeißt man sofort weg. Die der Sieger, die kommen ins Familienmuseum. Angekommen, willkommen, herzlichst. Wir können jetzt durchs Brandenburger Tor auf die Massen sehen und auch in der Miene von Mannschaftsarzt Müller-Wohlfahrt. Da sieht man das pure Erstaunen. Da sind viele, die haben schon einiges erlebt, aber das ist jetzt ein Augenblick, den man erstmal genießen möchte. Da sind sie gefühlt schon durch Hunderttausende durchgefahren. Kommen hier an und schauen nochmal. Auf, ich weiß nicht wie viele, die Angaben gehen ja immer zwischen 250 und 500.000. Auf jeden Fall, die Fanmeile ist seit Stunden dicht, niemand wird mehr raufgelassen. Sie sind alle noch einmal gekommen
um dieses Team zu feiern. Und man sieht doch eine Menge staunender Gesichter. Die ganze Mannschaft im Bereich hinter dem Brandenburger Tor. Das ist eine ganz gute Sause wird. Das hat man ihnen angekündigt. Aber dass es so wird, das konnte man sich kaum vorstellen. Das mit dem Sekt war gerade keine Frechheit, sondern Uli Vogt, der Pressesprecher, wollte einfach nicht hören. Und damit er sich mal umdreht, hat Miroslav Klose sich dann mit Getränk bemerkbar gemacht. Wir freuen uns schon auf den nächsten Tweet von Bastian Schweinsteiger oder wem auch immer. Wird für sich selbst und für alle festgehalten. Und für Per Mertesacker, den wir da oben gerade in voller Albatros-Spannbreite gesehen haben, kommt ja dann noch ein persönliches Highlight. Er ist Vater geworden, kurz bevor es ins erste Trainingslager ging. Und jetzt endlich nach 8 Wochen darf er sein zweites Kind dann wirklich mal kennenlernen. Ganz in Ruhe. Und auf ihn sind natürlich viele Blicke gerichtet, genauso wie auf Joachim Löw. In einer Reihe mit Sepp Herberger, Helmut Schön, Franz Beckenbauer genannt zu werden als der 4. Weltmeistertrainer Deutschlands. Mehr geht kaum. Mehr geht schon, sagt Joachim Löw, jedenfalls in dem, was er bisher angedeutet hat. Sein Vertrag läuft noch 2 Jahre. Und einen Europameistertitel in Frankreich oben drauf zu setzen, das wäre auch noch ganz schön. Sollen wir die deutsche Mannschaft auf die Bühne holen? Hier fragt jemand, ob wir die deutsche Mannschaft auf die Bühne holen sollen. Sollen wir die deutsche Mannschaft auf die Bühne holen? Die Antwort ist wohl klar. Sollen wir den Weltmeister 2014 auf die Bühne holen? Aber das Protokoll verlangt, dass man noch ein bisschen geduldig ist. Da haben wir schon mal 3 Firebeaster. Lukas Podolski, Mesut Özil, Per Mertesacker. Ob Sie wohl die Tweets vom FC Arsenal verfolgt haben, dass heute Trainingsauftakt in London ist? Und er ist einfach ein klasse Typ. Das Klose immer geerdet geblieben. Nie vergessen, wie steinig auch sein Weg war. So, was hat sich denn Per Mertesacker vertreten, dass es so langsam runtergeht? Lukas Podolski auf jeden Fall schon mal der Stimmungsweltmeister, der sich auch in den letzten Tagen in Brasilien immer wieder präsentiert hat. Joachim Löw, Andreas Köpke, Hansi Flick, der Sportdirektor im DFB weitermacht. Wir sind gespannt, wen Joachim Löw sich als neuen Co-Trainer ausgespuckt hat. Hat alles Zeit, jetzt heißt es erstmal einfach nur genießen. Und das tut er, sichtbar, in vollen Zügen. Thank you.
Und natürlich der Glückwunsch nicht nur an die Spieler, sondern all die Betreuer, die im Hintergrund für perfekte Verhältnisse gesorgt haben. Auch sie sind Weltmeister geworden. War ein wichtiger Teil dieses erfolgreichen Projekts. Und können die Eins auf dem T-Shirt mit Stolz tragen. Die Erwartungshaltung steigt jetzt natürlich. Aber erstmal gilt es noch ein paar Unterschriften zu setzen. Nicht nur auf Trikots, sondern auch ins Goldene Buch der Stadt Berlin. Steht auch noch auf dem Programm. Bevor dann Alexander Bommes und Sven Voss das Bühnenprogramm übernehmen. Bastian Schweinsteiger symbolisiert das Ganze nochmal. Immer wieder aufstehen. Das war seine unfassbare Leistung im Finale. Was hat der eingesteckt? Was hat er alles hingenommen? Inklusive Faustschlag ins Gesicht in der Verlängerung. Hat sich nie unterkriegen lassen. Hat mit den meisten Ballkontakten im Finale, mit einer sensationellen Zweikampfquote, eine entscheidende Rolle beim Finalerfolg gespielt. Und es ist nicht unsympathisch und auch verständlich, wenn der eine oder andere der Spieler überhaupt keine Lust auf das Protokollarische in der Bank hat, sondern lieber draußen bleibt, um zumindest akustisch mitzubekommen, was hier draußen vor dem Tor abgeht. Vorsicht, Julian Draxler, wir hören alle mit. Es sind ja unerwartete Freundschaften entstanden in diesen Wochen. Das war schon eine große Herausforderung, die man ihm, aber auch Kevin Großkreuz mit auf den Weg gegeben hat. Ein überzeugter Schalker und ein fanatischer Dortmunder, die bestens harmoniert haben, die den Teamgedanken astrein gelebt haben. Soll ich noch Rhythmus weitermachen? Julian Draxler, der seinen Kurzauftritt im Halbfinale gegen Brasilien hatte, seine WM-Minuten genießen durfte. Nicht jeder der 23 hatte dieses Vergnügen, diese Ehre. Und trotzdem wird Joachim Löw völlig zu Recht sagen, sie alle waren wichtig, auch dann, wenn sie keinen Einsatz bei den 7 WM-Partien hatten. Und das ist einfach klasse, wenn sie sich in solchen Momenten dann nicht verschanzen, sondern das Bad in der Menge weiter voll genießen. Eben waren sie noch auf dem Track. Das ist man quasi wie durch ein Meer der Begeisterung und Emotionen gefahren. Aber das jetzt hier weiterzuleben und wirklich bewusst zu den Fans zu gehen, Autogramme zu verteilen, kurze Augenblicke zu schenken, die dann auch bei den Anhängern unvergesslich sind, das ist toll.
Blick von der amerikanischen Botschaft. Hier hat Rainer Beckmann vorhin so schön gesagt, analoge Spionage. Heute freut sich jeder, der so einen Ehrenplatz hat, auch vom Adlon. Und auch nur einen Blick erhaschen kann auf diese sensationelle Fete. Großes geleistet, denn er hat während des Turniers seinen Kurs verändert, hat entscheidende Umstellungen vorgenommen, hat erkannt, was bei dieser WM angesagt ist, wie man diesen Titel holen kann, dass nicht alles, was man vorher kalkuliert hat, aufgegangen ist, dass es in diesem Turnier Entwicklung gegeben hat, auf die er reagiert hat, taktisch und personell. Philipp Lahm wieder nach rechts zu ziehen, Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira und ihre Power und Energie nach deren Genesung zurück ins Team zu bringen, das waren entscheidende Erfolgsfaktoren. Auch einen Miroslav Klose wieder in die Startelf zu beordern. Und das glückliche Händchen hat Joachim Löw mit seinen Auswechslungen gehabt. Der Mann hat den WM-Titel eingewechselt mit Mario Götze und André Schürrle, dem Vorbereiter und dem Vollender. Arne Friedrich. Vorhin noch bei Reinhold Beckmann, jetzt mitten im Kreis der ehemaligen Kollegen, der 2006 dabei war, als es zum ersten Mal ein solch riesengroßes Fanfest mit der Mannschaft nach dem Turnier gab. Damals sind sie als Dritter hier gewesen. Damals war kaum kalkulierbar, was hier eigentlich passiert. Damals war es schon riesengroß, heute ist es noch ein Stück größer. Das hat er selbst gesagt. Arne Friedrich, der auch gegen Argentinien sein gefühlt bestes Länderspiel vor 4 Jahren in Südafrika im Viertelfinale spielte. Und immer vorneweg, wenn es um die positive Energie, ums Feiern geht. Thomas Müller, Lukas Podolski, Grundlage schaffen für all das, was noch kommt. Mit einer Berliner Bockwurst. Guten Appetit, wohl bekommt's. Mats Hummels. Hier auch gefeiert, wie jeder eigentlich als Fußballgott. Mats Hummels mit diesem sensationellen Interview. Ich fand das wunderbar, wie er nach dem Finale sagte, wir haben ja in der Verlängerung nichts mehr zugelassen, bis auf dieses eine Ding, wo ich den Ball unterlaufe und der Palacio völlig frei von Neuer steht. Hummels, der wie so viele andere ein sensationelles Turnier gespielt hat. Man of the Match im Viertelfinale gegen Frankreich war als Siegtorschütze. Aber auch in so vielen anderen Momenten hinten den Laden dicht gehalten hat. Der einmal krank geworden ist. In Algerien nicht dabei sein konnte. Aber das sind diese kleinen Widrigkeiten, die jedes Weltmeisterteam auf dem Weg zum Titel irgendwann überwindet. Gab es ja dann so kurze Schreckensmeldungen, als man aus dem kalten Porto Alegre zurückkam, da wo es Nachtfrost hat, zurück in die Hitze kam, dass plötzlich 7 Mann mit Halsschmerzen rumgelaufen sind, nach Information des Bundestrainers. Alles ist gut gegangen, alles hat am Ende funktioniert. Es war mit dem größtmöglichen Triumph, mit dem Riesenerfolg gekrönt. So, die deutsche Mannschaft ist gleich bereit. Es gibt nur ein Problem und das sind die Kollegen da oben. Solange da noch jemand steht, wird kein Spieler auf die Bühne kommen. Pfeifkonzert für 2 Jungs, die auf eine Ampel geklettert sind. Und angekündigt wurde, kein einziger Spieler kommt, solange sowas der Fall ist. Da werden die natürlich erstmal schön ausgepfiffen, die Ärmsten. Dabei wollten sie einfach nur den besten Blick haben, kommen jetzt aber artig runter außerhalb des Bildausschnitts.
Nur ob denn dann die versprochenen Spieler tatsächlich sofort kommen, da setzen wir mal ein kurzes Fragezeichen hinter, weil noch sind nicht alle Bockwürstchen aufgegessen, noch ist das goldene Buch der Stadt Berlin nicht mit Unterschriften versehen. Es bleibt also für die Hunderttausende, die hier seit Stunden ausharren, erstmal ein Geduldsspiel. Bleibt dieser traumhafte Blick an diesem herrlichen Sommertag über den Berliner Tiergarten. Und die Geduld derjenigen, die auf die Spieler warten, ist wirklich nur zu belobigen. Obwohl sich erste kleine Pfiffe reintun, wie Fitnesstrainer Benjamin Kugel, rechts Chad Forsythe. Wie gesagt, diejenigen, die da vorne stehen, die waren zwischen 6 und 7 da. So früh musste man hier sein, wenn man vor der Bühne den Spielern am Ende nah sein möchte. Goldenes Buch. Und wie wir da sehen können, einige von den 23 Weltmeistern haben sich bereits eingetragen. Nee, das ist das Funktionsteam Harald Strutze, ich da Peter Peters von Schalke 04, Harald Strutze, Präsident von Mainz 05, das sind all die Herren, Wolfgang Niersbach natürlich auch, Reinhard Rauber, die Delegation. Das heißt also, das Funktionärsteam rund um die Nationalmannschaft angeführt haben, die haben sich vorsorglich schon mal eingetragen. Mats Hummels, Roman Weidenfeller, Thomas Müller, Kevin Großkreuz, Bastian Schweinsteiger. Die werden noch folgen. Christoph Kramer, der junge Mann von Borussia Mönchengladbach, der urplötzlich nach der Verletzung beim Aufwärmen von Sami Khedira in die Startelf eines WM-Finals beordert wurde und dann da nach einer halben Stunde wieder raus musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung, nachdem er die Schulter von Garay abbekommen hatte. Und Joachim Löw ist das Lächeln ja regelrecht ins Gesicht gemeißelt heute. Sowas von tiefenentspannt. Jerome Boateng mit Lederkäppchen, der heldenhaft sensationell verteidigt hat gegen die Argentinier. Herausgeragt hat aus einem erfolgreichen Team.
in diesen 120 Finalminuten. Und was läuft in diesen Stunden im Kopf von Miroslav Klose ab? Seine WM-Reise begann bereits 2002 mit 3 Treffern im ersten Vorrundenspiel gegen Saudi-Arabien. Mit dem 16. Tor bei einer Weltmeisterschaft gegen Brasilien gekrönt und auch im Finale dabei, als Weltmeister in die Heimat zurückkehrend. Bei allen anderen erwartet man, dass die große Karriere weitergeht. Bei Klose würde es im Alter von 36 Jahren nicht überraschen, wenn er mit dem Abstand von 1-2 Tagen sagt: Danke, das war's. Ich spiele bei Lazio noch ein bisschen weiter. Aber mit der Nationalelf kann ich nicht mehr erreichen, denn in Frankreich wäre ich 38. Schauen wir mal. Der Beifall wird lauter, denn auf den großen Leinwänden sehen die Fans, was sich hinter dem Tor tut. Und sie wissen, dass es jetzt endlich gleich soweit sein muss. Berlins regierender Bürgermeister. Wenig überraschende Ausstattung, was die Klamotte angeht. Als Spitzenpolitiker möchte man beim großen Biergefühl natürlich dabei sein. Und ob er sich das Extrakärtchen für die private Sammlung noch signieren lässt, kann man vielleicht später noch erfragen. Auf jeden Fall eine sehr privilegierte, gute Gelegenheit, sich ein schickes Autogrammkärtchen zusammenstellen zu lassen. So, Bastian Schweinsteiger bei mir. Wie denn hier auf der Fanmeile als Weltmeister? Passen? Schwer. Also wir sind jetzt einen Tag erst nach dem Spiel. Also wir werden es erst realisieren, wahrscheinlich eine Woche danach. Aber wir genießen den Moment sehr und diesmal natürlich umso mehr, weil wir im Pokal dabei haben. Ich kann mir vorstellen, ihr wart ziemlich platt, als ihr aus dem Flugzeug kamt. Gibt es nochmal so einen Push, wenn man dann durch Berlin fährt in dem Ding da? Ja, absolut. Unglaublich, was hier die Berliner Menschen uns für einen Empfang bereitet haben. Fantastisch und so viele Menschen am Straßenrand. Das kenne ich selbst aus München nicht. Ist natürlich klar, weil München auch kleiner ist, aber es war genauso schön auf jeden Fall. Ich glaube, die Grüße an Gärtnerplatz sind angekommen. Wie lange habt denn ihr gefeiert? Unterschiedlich. Ich war eigentlich relativ früh im Bett, weil mir alles weht. Ich bin immer noch sehr, sehr müde. Aber der eine oder andere hat sehr wenig geschlafen, das stimmt. Ja, aber Stimme ist okay. Und hier die Narbe, geht's auch wieder, oder? Ja, es geht alles, es geht alles. Dann viel Spaß jetzt, danke. Aber das war doch schön, dass wir jetzt ihn hier nochmal gehört haben, nach den Eindrücken dieser Fahrt im offenen Truck quer durch Berlin. Wenn Sie denn durchs Tor gehen, dann sehen Sie Menschen, Menschen, Menschen. Ich bin jetzt mal raus. Jetzt geht es nämlich weiter mit dem offiziellen Bühnenprogramm. Und dort begrüßen Sie gleich Alexander Bommes und Sven Voss. Der Empfang der deutschen Nationalmannschaft. Die Übertragung präsentiert von Coca-Cola. Und Bitburger. Ich habe die Idee, dass der Helden mit dem Vollboden.
Meine Güte, haben Sie alle lange warten müssen. Kompliment und Respekt, aber jetzt ist es endlich soweit. Die Weltmeister sind da. Guten Tag, Deutschland. Guten Tag, Berlin. Hallo, Berlin. Wir sind stolz darauf, bei euch zu sein, diesen Tag mit euch heute zu verbringen, auf der geilsten Fanmeile der Welt. 400.000 Menschen Minimum heute hier. Danke, dass wir hier sein dürfen. Vielen, vielen Dank für den tollen Empfang. Spart euch noch was auf. Ich glaube, Sven, die Ersten sind um 6 Uhr heute Morgen gekommen, oder? Ist 6 Uhr? Früher, 4 Uhr. Oh Gott, ja. Wer war um 4 Uhr hier? Alle. Ferien in Berlin. Viele Kinder hier, das finde ich toll, denn die Kinder, die hier nicht gucken konnten auf der Fanmeile um 22 Uhr, ihr habt es euch auch verdient. Komm, wir machen es schnell, oder? Ja, wir machen es schnell. Hebt euch nichts auf, bevor die Mannschaft kommt, der Weltmeister, die mit dem 4. Stern. Haben wir noch was Besonderes? Ja, einer, der eine Einstimmung, auch seinen Beitrag geleistet hat. Den Mann, den ihr also vielleicht fast genauso liebt wie die deutsche Fußballnationalmannschaft. Jetzt kommt der Mann, der uns diesen wunderbaren WM-Song präsentiert hat, geschrieben hat, gesungen hat und der mit Fug und Recht sagen kann, lasst uns auf das trinken, was wir lieben. Auf uns, hier ist Andreas Burani! Oh, Berlin! Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, mit langer Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit und bei dir. Ein Hoch auf uns, uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, uns, auf jetzt und jetzt, auf einen Tag, Unendlichkeit. Wir haben Flügel, schwören uns ewige Treue, vergolden uns den Tag. Ein Leben lang ohne Reue, vom ersten Schritt bis ins Grab. Ein Hoch auf das, was uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, uns, auf jetzt und jetzt, auf einen Tag, Unendlichkeit. Oh, ein Vorwerk aus den Opinen, ein Vorwerk zieht durch die Nacht, so viele Lichter sind geblieben. Ein Augenblick, der uns unsterblich macht, unsterblich macht. Berlin, wo sind eure Hände? Ich will alle Hände sehen. Die uns abschauen, wo ist hier? Ein Hoch uns, uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag, Unendlichkeit.
ein Feuerwerk aus Endorphinen. Ein Feuerwerk zieht durch die Nacht. So viele Lichter sind geblieben auf euch. Vielen Dank euch! Oh, wie ist das schön! Oh, wie ist das schön! Jetzt stehst du hier, alle sind da. Ist das dein WM-Moment? Ja, auf jeden Fall. Was will man mehr? Es ist fantastisch. Tolle Stimmung hier, wirklich unglaublich. Unser Weltmeister ist hier. Was will man mehr? Es ist wunderbar. Und guckt euch die Leute an hier. Berlin, ja. Unglaublich. Wie waren deine letzten Wochen hier? Du bist viel in Berlin unterwegs gewesen. Unglaubliche Emotionen. Hättest du je damit gerechnet, dass das Ding so durchstartet? Ihr liegt rauf und runter überall. Also damit rechnet man nicht, ich habe damit auch nicht gerechnet und es war ein toller Sommer, eine wunderbare WM, wirklich mit Höhen und Tiefen und allem drum und dran. Ja, mehr kann ich nicht sagen, es ist überwältigend. Ich weiß nicht, ob Sie es so mitbekommen haben wie Andreas Burani selbst und seine Band vor allem. Das Lied Auf uns lief so kurz nach Mitternacht, Sonntag auf Montag im Maracanã-Stadion nach dem WM-Titel der deutschen Mannschaft. Da seid ihr schon ein bisschen mehr ausgerastet als sonst, oder? Ja, tatsächlich, es war unglaublich, ich konnte es erst gar nicht glauben, aber es lief tatsächlich dann im Stadion. Tolle Sache, auf jeden Fall. Ja, jetzt es ist geklappt. Da stehen sie, wir wollen sie auch gleich sehen. Dreh die nochmal auf, winken nochmal, Andreas Burani. Dankeschön für diesen Song. Und wir verlieren weiter keine Zeit, Alex. Jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben, auf den wir 24 Jahre warten mussten. Die mit dem vierten Stern kommen, meine Freunde. Und wir fangen an mit der sportlichen Leitung. Wir freuen uns auf das Trainerteam. Bitte mit einem bescheidenen Applaus für die Väter des Erfolges. Standen schon mal auf der Bühne, aber noch nie als Weltmeister. Jetzt ist es soweit. Wow. Herzlich willkommen Hansi Flick, Andi Köpke, Oliver Bierhoff und der Bundestrainer Joachim Löw. Laufen Sie nicht weg, Herr Löw. Also nicht jetzt und schon gar nicht sonst auch. Bitte. Die Mannschaft kommt früh genug. Die kommt. Die Minute hat sie auch noch. Habe ich da so einen Sprechchor gehört? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich schon. 400.000 Menschen hier auf der größten Fanmeile Deutschlands. Millionen vor den Fernsehschirmen. Ist das jetzt der Moment, wo Sie kapieren, was Sie alles geleistet haben mit Ihrer Mannschaft? Ja, war natürlich ein langer Weg zum Titel. Und am Ende auch ein wahnsinnig schwerer, aber natürlich sind wir jetzt alle überglücklich, hier zu sein bei den Fans. Gibt es irgendwas, was Sie in der ganzen Zeit, womit Sie Ihre Mannschaft überrascht hat? Die Mannschaft hat mich jetzt nicht überrascht, aber die Mannschaft hat einen unheimlich guten Teamgeist und viel Ehrgeiz. Und man hatte immer das Gefühl, die wollten dieses Ding unbedingt gewinnen. Vertrag bis 2016. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie irgendwie aufhören wollen. Gibt es irgendwas, was Sie den Menschen hier in Berlin und in Deutschland sagen wollen?
Ich muss natürlich auch mich bedanken im Namen von uns allen, weil wir haben immer diese Bilder aus Deutschland gesehen. Die Fans haben mitgefiebert, mitgezittert, am Ende mitgejubelt. Und ja, ohne euch wären wir nicht hier. Wir sind alle Weltmeister. Also es wäre der berühmte Klammerbeutel, glaube ich, erlöst, mit dem Sie gepudert werden, würden Sie dieses Land hier nicht weiter zum Erfolg coachen. Hier haben wir Andi Köpke, der Torwarttrainer des besten Torhüters der Welt, von Manuel Neuer. Hansi Flick, der Mann, der wahrscheinlich auch einen Teufel tun wird und als künftiger Sportdirektor seinen Bundestrainer rausschmeißen wird. Und Oliver Bierhoff, den Mann, der verantwortlich zeichnet für das Ganze drumherum. Herr Bierhoff, herzlichen Glückwunsch zum WM-Titel. Alles richtig gemacht, ne? Gerne immer wieder. Ja, ich meine, wenn so ein Erfolg da ist. Oh, heiser. Ja, gut. Wir haben auch ein bisschen gefeiert. Und im Nachhinein, wenn man zurückschaut, ist eigentlich vom ersten Tag alles perfekt gewesen. Trainingslager Südtirol, in Brasilien. Aber man hat vom ersten Tag gemerkt, die Jungs, die wollen das. Die haben das so super gemacht. Ich habe draußen gestanden, ich habe mich nur gefreut, wie die von alleine gelaufen sind, wie die marschiert sind. Und sie haben sich wirklich verdient. Wollen Sie auch noch mal ein spezielles Wort hier an diese Menschen richten, die Kinder, die Frauen, die Männer, die hier jeden Tag gefeiert haben, die deutsche Mannschaft getragen haben? Ja, der Empfang hier ist natürlich super. Wir kennen ihn so ein bisschen von Berlin, von 2006. Aber auch wenn wir in der Ferne sind, wir haben immer den Jungs immer wieder Bilder gezeigt von den Fanmeilen, von den Feierlichkeiten in Deutschland. Und ganz herzlichen Dank. Und es ist unser gemeinsamer Erfolg. Danke. Und die Stimme schonen wir jetzt. Herzlichen Dank. Bleiben Sie hier oben. Jetzt holen wir mal ein paar andere Menschen dazu, absolut, oder? Absolut, ein paar Weltmeister mehr. Was wir erklären müssen, in Campo Bahia wohnten die deutschen Spieler ja quasi in Häusern zusammen. Und wir werden auch so die Weltmeister jetzt auf die Bühne bitten. Die Wohngemeinschaft, wie Herr Bierhoff sich ausgedacht hat. Wir schauen mal, wer auf dem ersten Klingelschild stand. Und freuen uns auf die Weltmeister, auf Sami Khedira, Mesut Özil, Jerome Boateng, Per Mertesacker, Ron-Robert Zieler und Lukas Podolski. Hier sind eure Weltmeister. Wie waren die letzten Stunden? Überragend, geilster Moment in der Karriere bis jetzt und ja, man muss dann alles auskosten. Jetzt seid ihr ja so ein bisschen auch das englische Herrenzimmer hier, ne? Mit Peer, mit Mesut hier. Lief das auch so gesittet ab, so britisch? Nein, wir stehen uns alle super, wir hatten super Zeit, die 6 Wochen. Unser Haus war überragend und am Ende haben wir das mit dem Titel gekrönt. Absolut, ist angekommen. Sonnenbrille ist, glaube ich, nötig heute. Per Mertesacker hat keine auf. Per Mertesacker, Weltmeister 2014. Ich glaube, Per, dass wir nicht groß darüber philosophieren müssen, was das für ein Traum ist, wenn man mal irgendwann als kleiner Bub anfängt und jetzt hier steht als Weltmeister. Ist es das, was noch mehr Erwartungen jetzt sprengt? Ich glaube, wir sind einfach mega stolz auf diese Leistung, wenn man hier 2006 gestanden hat, 2008 gestanden hat, als Dritter und Zweiter. Und jetzt hat man es endlich geschafft nach dieser langen Reise mit dieser sensationellen Mannschaft. Wir sind mega stolz und natürlich stolz auf die Fans. Eine Mannschaft, die auch unglaublich zusammengehalten hat. Und das war ganz offensichtlich und mit diesem Erfolg gekrönt. Nicht nur Show, Per Mertesacker aus der Mannschaft. Dann haben Sie, glaube ich, die Motivationsrede sogar gehalten. Was haben Sie da gesagt? Leute, alles egal, Hauptsache Team. Jeder war mal dran, irgendwie motivierend einzuwirken auf die Truppe. Ich glaube, dieses Jahr war es ganz besonders und deswegen sind wir auch verdient Weltmeister geworden. Absolut. So, das ist die erste WG hier. Ja. Hannoveraner Weltmeister, Ron Robert, nein, noch eine Runde um den Maschsee, oder?
Nee, heute nicht mehr. Jetzt haben wir erstmal Urlaub, das haben wir uns, glaube ich, auch verdient. Oh, Mesut Özil und Sami Khedira, spielt ihr nächstes Jahr wieder zusammen eigentlich? Osman! Ich glaube, das ist jetzt völlig egal. Ich glaube, wir müssen jetzt den Sieg feiern und ja, wir sind froh, hier zu sein. Ihr könnt gerne noch ein paar Schritte vorgehen. Alex, es ist eure Bühne. Alex, lasst uns den noch mitnehmen. Feiern. Nicht, dass es nur einmal im Leben passieren soll, aber es könnte ja möglicherweise sein. Alex, wir haben ja einen, der hat hier so ein bisschen Heimrecht hier. Mal alle aus Berlin mal zuhören. Jerome Boateng, Weltmeister. Kleinen Gruß an die Stadt. Ja. Hallo Berlin! Ich kann euch nicht hören! Ich bin stolz, Berliner zu sein! So, machen Sie bitte Platz, es gibt hier nichts zu sehen. Hier kommt die nächste Weltmeister-Wohngemeinschaft aus der deutschen Fußballnationalmannschaft 2014. Hier kommt Miroslav Klose, Skorner Mustafi, Weltmeister Roman Weidenfeller, Toni Kroos, André Schürrle und der Finaltorschütze aus der 113. Spielminute, Mario Götze. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Deutschen, die gehen so. So gehen die Deutschen, die gehen so. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Deutschen, die Deutschen, die gehen so. Und jetzt alle zusammen! Alle zusammen! So gehen die Gauchos, die gehen so! So gehen die Gauchos, die gehen so! Hey! So gehen die Gauchos, die Deutschen, die gehen so! So gehen die Deutschen, die Deutschen, die gehen so! So gehen die Gauchos, die gehen so! So gehen die Gauchos, die gehen so! Hey! So gehen die Gauchos, die Deutschen, die gehen so! Weltklasse! Ich hätte schon nicht gedacht, dass wir es wiederkriegen, Sven. Alte Regel, nie das Mikro aus der Hand geben, aber ich glaube, Miroslav, ja. Miroslav darf es doch noch mal behalten, wenn er möchte, oder? Miro, ich glaube, das wird für Sie jetzt hier keine einfache Nummer. Nochmal kurze Frage. Wer ist der erfolgreichste WM-Torschütze aller Zeiten? Miroslav! 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 Gibt es noch irgendwas zu sagen, Herr Klose? Natürlich, wir waren ja natürlich schon ein paar Mal hier, aber... Oh, oh. Ich hab noch eins. Miro Klose, Miro Klose, Miro Klose, Miro Klose, seine Eckbälle und Standardsituation. Toni Kroos, Mario Götze, bitte kommen Sie mal nach vorne. Das ist Deutschland. Das sind 400.000 Menschen. So, komm, nicht so schüchtern. Wollen Sie in Brasilien spielen? Nachher auch nicht. 113. Spielminute.
Ihnen ist aber schon bewusst, dass das für die nächsten 50 Jahre laufen wird, dieses Tor, nicht? War es deshalb so schön? Ja, natürlich unbeschreiblich, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir einfach Weltmeister geworden sind. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl und mit dieser tollen Mannschaft, ich glaube, das ist einfach so ein Ding der Geschichte. Zweifelsohne, aber nochmal, ich meine ganz im Ernst, wir sind ja unter uns hier. So eins mit der Brust runter und dann so locker rein. Also viele sagen, im Training trifft er die auch nicht andauernd. Das im WM-Finale ist ja eigentlich ein Geschenk Gottes, oder? Ja, es ist ein Traum. Aber wie gesagt, wir sind Weltmeister. Wir haben ein grandioses Turnier gespielt. Ich glaube, die ganze Mannschaft hat das verdient. Und genau darum geht es. Jeder einzelne Fan, jeder einzelne Deutsche. Ich glaube, das ist einfach das unbeschreibliche Gefühl für jeden Einzelnen. Und als Andi Bremen getroffen hat, war er, glaube ich, noch gar nicht geboren. Das ist ja Wahnsinn. Aber zu so einem Tor gehören ja Minimum zwei. Ja, Minimum. Und da kommt einer ins Spiel, der auch ein grandioses Turnier gespielt hat. André Schürrle, das war ja geiler als Odonkor Nobil. Ansonsten fällt mir nichts ein. Was ging da ab in dieser Nachspielzeit? Ja, ich hatte nur einen kleinen Teil, der Mario hat den Rest gemacht, aber ist auch egal, wer. Wir sind alle Weltmeister, Deutschland ist Weltmeister. Danke für alles. Roman, grandios Tournament gespielt, ne? Oder? Waren Sie so ein bisschen der ältesten Rat hier in der WG? Ja, absolut. Und ich habe jeden einzelnen Tag habe ich genossen und besonders wo das Tor gefallen ist, wo Mario das Tor geschossen hat, habe ich mich dabei ertappt, auf einmal mitten auf dem Feld zu stehen, am Mittelkreis als Ersatzspieler. Ich dachte, was machst du jetzt hier? Aber wir haben alle so gemeinsam gefeiert, das war so eine tolle Zeit und wir können alle sehr glücklich sein. Also. Und haben Sie mit Miroslav zusammen die jungen Dachse so ein bisschen auch zum Fegen, Abwaschen, Putzen dann in der WG animiert, ja? Klare Aufgabenverteilung. Ja, wir waren da wirklich dann auch da, dann die Jungs dann auch abends mal darauf hinzuweisen, mal aufzuräumen, aber das haben wir schon ganz ordentlich gemacht. Das glaube ich, ist offensichtlich gelungen. Und wenn das nicht gereicht hat, dann gab es nochmal einen Polizisten, Toni Kroos eben noch so aufmüpfig. Jetzt weiß ich auch warum. Polizia Federal, wem haben Sie das abgenommen? Niemand, das habe ich mir erkämpft. Auf dem Platz? Und außerhalb. Und ich glaube, Sven, du hast noch einen da. Stolzer und glücklicher kann man den Italienern jetzt in den nächsten Wochen auch nicht sagen. Hallo, hier kommen die Weltmeister. Müssen Sie Italiener trösten? Nein, ich glaube, ich muss sie erstmal alle niedermachen. Ich habe 2 Jahre in Italien verbracht. Und ich wurde immer daran erinnert, dass Italien ein Stern mehr hat. Und ich glaube, ich kann mich jetzt einfach wieder ein bisschen rächen an die ganzen Italiener. Denn Deutschland hat den 4. Stern, meine Damen und Herren. Komm Sven, hol die Kameraden, hol die nächste Linie. Wer fehlt denn noch? Welches Zimmer? Schon hier. Da ist dieser große Grüne im Tor, der ist noch dabei. Ach. Wir freuen uns auf die WG Nummer 3. Angeführt vom besten Torhüter der Welt. Herzlich willkommen, Manuel Neuer, Julian Draxler, Benedikt Höwedes, Matze Ginter, Kevin Großkreuz und der Fighter Bastian Schweinsteiger. Die Nummer 1 der Welt sind wir.
Großkreuz rückt den Döner raus. Großkreuz rückt den Döner raus. Großkreuz rückt den Döner raus. Hey, 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 hey. Großkreuz rückt den Döner raus. Großkreuz rückt den Döner raus. Großkreuz rückt den Döner raus. Du! WG Nummer 3. Nachdem sie 2 Stunden auf dem Bus waren, ohne Toilette. Und dann noch hier Bastian Schweinsteiger. Bastian, kommt ein Stück nach vorne. Also ganz im Ernst. Dieser Mann ist gezeichnet, er ist verwundet und er kommt wie alle anderen als Held aus dem Finale von Rio. Ich glaube, ist jetzt auch, weiß Gott, nicht mehr Zeit für irgendwelche schlau formulierten Fragen. Sagen Sie einfach ein paar Worte. Und lass uns ein bisschen teilhaben. Hier sind fast 500.000 Menschen für Sie. Ja, erstmal vielen Dank. Schön, dass alle gekommen seid hier auf der Firma. Wir haben uns alle schon 2006 hier gesehen, da war es auch schon super, aber jetzt, wir haben das scheiß Ding hier endlich und haben den 4. Stern. Danke Jungs, danke für die Unterstützung. Manuel, als bester Torhüter der Welt, manchmal hatte ich den Eindruck, das ist wie beim Kindergeburtstag, da steht der Papi im Tor und die Kinder dürfen alle mal draufschießen. Macht das Spaß, die alle so zur Verzweiflung zu bringen? Ja klar, also ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass die Jungs vor mir stehen, dass sie es mir einfach machen und ich versuche einfach den Jungs vor mir Sicherheit zu geben und das haben wir hingekriegt. Aber das muss doch ein mit Verlaub geiles Gefühl sein, wenn man merkt, die scheitern alles, kommt einfach keiner durch. Ja klar, aber das ist auch unser Ziel, dass wir versuchen in der Defensive gut zu stehen und damit gewinnt man diese Turniere. Alex, auf die WG müssen wir noch im Speziellen eingehen. Ich würde im Speziellen noch mal einen Mann für 2, 3 Schritte nach vorne bitten wollen. Also wir können ja noch mal kurz die Abfrage hier machen. Jeder dieser Spieler ist jederzeit in der Lage, das hat auch der Bundestrainer immer gesagt, überall zu spielen. Aber dass Benedikt Höwedes als linker Außenverteidiger keine Turnierminute verpasst. Wer hatte das gewettet und gesagt vor dem Turnier? Ja, okay. Sie eigentlich? Auch nicht wirklich, aber ich bin natürlich überglücklich, dass ich da jetzt jedes Spiel über 90 Minuten machen durfte und ich bin ja auch großer Dank an natürlich an den Bundestrainer, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat und danke auch an euch. Hätten Sie überall hingestellt wahrscheinlich auch. Wir müssen mal kurz hier diese WG aber nochmal abfragen. Also wir haben dann Urs Schalker, ich meine Bastian steht so ein bisschen außen vor. Dann haben wir mit Julian Draxler noch einen Schalker, hier haben wir noch einen und dann haben wir Kevin Großkreuz. Dann haben wir da so einen Schwarz-Gelb. Herr Ginter überlegt sich den Wechsel zum BVB jetzt wahrscheinlich auch nochmal, oder? Kann man zum BVB wechseln, da wo der Kevin spielt? Ja, das wird man dann sehen. Auf jeden Fall habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt bei ihm. Wir wollen jetzt auch keinen Druck ausüben, natürlich. Also. Aber vielleicht von Kevin noch mal hören, wie haben die sich denn benommen, die ganzen Schalker? Nein, die haben sich gut benommen. Ist so. Berlin! Nein, die haben sich sehr gut benommen. Ich habe auch aufgepasst und das war ein super Haus und ja, wir sind Weltmeister, feiert alle und auch den. Vielleicht kurz andersrum, hat Kevin Großkreuz sich benommen, Bastian? Ja, es war schon sehr kritisch, als ich gehört habe, dass der Kevin zu uns ins Haus kommt, weil wir haben hier Schalker, wir haben Bayern und dann kommt so einer noch daher. Aber ich muss sagen, er stand so sehr unter Druck. Er hat keine Eskapaden gemacht. Großen Applaus dafür, bitte. Es ist keiner ausgewählt aus dem Haus. In diese Mannschaft. Wir haben noch eine WG. So, wer fehlt noch? Was haben wir vorhin gehört von Bastian? Jetzt haben wir das Scheißding. Dann wollen wir, wir brauchen das Scheißding Ding jetzt. Aber auch sehen. Hier kommt die letzte Wohngemeinschaft. Aber wirklich, last but not least. Hier kommen Weltmeister Mats Hummels, Weltmeister Christoph Kramer, Weltmeister Erik Thurm, Thomas Müller und mit
den WM-Pokal aus Rio, der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und das ist Philipp Lahm. Philipp, da ist das Ding. Mal ganz ehrlich, da träumen viele von, aber natürlich auch jeder Fußballer, der diese Bilder vor Augen hat. Diejenigen, die den Pokal in die Höhe stemmen dürfen. Jetzt gehören sie auch dazu. Wie lange haben Sie davon geträumt und wie war es, als es dann in Erfüllung ging? Ja, geträumt seit von klein auf, als Kind. Meine erste WM war 1990, als Lothar Matthäus den Pokal hochgesteckt hat, war immer ein Traum. Großes Kompliment an die Truppe. Es war unglaublich, was für 7 Wochen wir erlebt haben, alle zusammen. Ein paar fehlen noch, weil man muss ein großes Kompliment auch unseren Betreuern geben. Die kommen noch nicht. War unglaublich. Und Philipp, wenn man das jetzt hier sieht, die 400.000, dann macht es noch mal mehr Spaß vermutlich. Ja, ja, Wahnsinn. Also der Weg schon hierher war unglaublich. Und jetzt hier noch, was für eine Stimmung. Vielen Dank an alle hier. Danke an Deutschland, danke an Philipp Lahm mit dem Pokal. Kurze Frage, Mats Hummels hat gerade gefragt, ob er Stage steigen dürfte. Also, klar, logisch, hier ist alles möglich. Oder? Wenn man das ganze Turnier halbwegs heil überstand hat. Mats, Sie waren so wahnsinnig reflektiert und ruhig nach diesem Finale. Sind Sie irgendwann endlich mal ausgeflippt in den vergangenen 36 Stunden? Ja, jetzt kommt es so langsam. Also ich glaube, das ist genau das, was am meisten Spaß macht, noch zu feiern, wenn man alle hat, alle Fans. Die Fahrt hier war schon geil und hier ist noch besser. Das ist schon wirklich ein unglaublicher Blick auch, oder? So, ist das so ein Moment, wo man denkt, auch das bleiben lebenslang Freunde hier? Ach, da kommt der Interviewer jetzt. Ja, der Müller will was sagen. Ja. Wir feiern jetzt erstmal mit dem... Geht das nicht? Hallo? Das Blaue geht dann manchmal besser. Blaue besser? Hinsetzen! Sei da soweit. Gib mir ein A! Gib mir ein U! Gib mir ein N! Gib mir B! Gib mir ein A!
So, ARD, jetzt könnt ihr wieder das Wetter machen. Können wir vor dem Wetter noch kurz das Funktionsteam holen? Das wäre sehr nett. Ganz genau. Das ist gerade angesprochen worden. Ja, Sven, ne? 7 Wochen. Das sind mit die wichtigsten. 7 Wochen waren sie unterwegs und am Ende bringen sie den 4. Stern mit nach Hause und die Trophäe. Das geht natürlich nur durch Unterstützung von den wichtigen Leuten im Hintergrund, Alex. Und deswegen jetzt nochmal einen ganz besonderen Applaus und Empfang für das Team hinter dem Team. Die Beine durchtreten, die das Essen machen, die dafür sorgen, dass alle Nachrichten in alle Welt kommen. Herzlich willkommen an das Team, hinter das Team. Kommt sie nach vorne, das ist auch ihr WM-Titel. Durchs Spalier. Auch ihr seid Weltmeister. Herzlichen Glückwunsch an das berühmte, viel zitierte Team hinterm Team. Man muss so eine Mannschaft erstmal zum Titel bringen auch. Rund um die Uhr. So. Und jetzt wollen wir gerne, dass alle von Ihnen, von euch nach vorne gehen. Lasst euch bitte noch einmal feiern, denn jetzt kommt noch ein Geschenk. Kommt ein Geschenk, uns kann man nicht mehr sehen, ist völlig wurscht. Das, was jetzt passiert, Alex, ist im Prinzip auch ein Geschenk an die deutsche Nationalmannschaft, an den Weltmeister. Die das beiden sind schon eingeweiht. Ist aber ein bisschen wie nur gucken, nicht anfassen. Also das ist uns noch gesagt worden. Roman, bitteschön, was passiert jetzt? Ein atemberaubendes Erlebnis. Bastian, Sie sind eher so, Achtung, nicht, dass ihr hier noch runterfliegt. Sind Sie eher Rihanna oder sind Sie eher Helene Fischer? Ja, der Mix daraus ist nicht so schlecht. Sehr flexibel also. Genau so ist es. Gut. Aber aus sicherer Quelle, glaube ich, Roman, wissen wir, das ist schon Ihr Ding, so, ne? Von der Musik her. Also wir in Dortmund hören es sehr gerne. Ja. Wir kennen sie auch persönlich sehr gut und also wirklich ganz eine exzellente Sängerin. Und wir können uns alle darüber sehr freuen, dass sie heute, glaube ich, hier ist. Wir aus München, wir sehen sie auch gerne und hören sie auch gerne. Ah, das sind die optimalen Voraussetzungen. Hier kommt die Lieblingsdame der deutschen Fußballnationalmannschaft mit Atemlos, Helene Fischer! Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide immer. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo. Was da zwischen uns auch ist, Bilder, die man nie vergisst. Und ein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit. Jungs, jetzt ihr auch, okay? Atemlos durch die Nacht, bis seit neuer Tag erwacht. Atemlos einfach raus, deine Augen ziehen mich auf. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, Stimme frei, großes Kino für uns zwei. Ewig tausend Glücksgefühle, alles was ich bin, teil ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm in meine Hand und gebe zu dir. Wir scheiden auf das höchste Dach dieser Welt, halten einfach fest, was uns zusammen.
berauscht. Fall in meine Arme mit der falschen Arme. Unser aller Traum ist wahr. Wir haben den WM-Pokal. Na, wir wollen hier nicht weg. Alles ist perfekt. Durch die Nacht, spüre, was Fußball mit uns macht. Atemlos, schwinde frei. Großes Glück für uns zwei. Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle. Alles, was ich will, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm in meine Hand und geh mit mir. Atemlos, da sind sie, unsere Wetter! Los, pulsiert auf meiner Haut. Atemlos, durch die Nacht, spüre, was Liebe mit. Atemlos, schwimm. Es gibt die Luft über uns beide. Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, eher wie unsterblich. Mein Herz. Atemlos. Helene Fischer und die deutsche Fußballnationalmannschaft. Eine wichtige Durchsage, jeder, der Weltmeister geworden ist, bitte einmal unter diese große Wand hier. Da gibt es noch was zu zeigen. Oliver, haben Sie noch was zu zeigen jetzt, oder? Ja, transparent. So, ja klar, wir möchten es natürlich, wir haben es ja schon gesagt, das zeige ich nochmal symbolisch. Einfach ein tausend Dank an alle Fans in Deutschland. Super eure Unterstützung und es geht weiter. Dann versuchen Sie schnell Ihre Jungs hier einzusammeln und einmal noch bitte in voller Mannschaftsstärke sich aufzustellen. Thomas Lukas möchte bitte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. So, komm, wir gehen mal aus dem Weg, glaube ich, Sven. Aber wohin? Thank you.
Sie brauchen Urlaub.
Der deutschen Nationalmannschaft. Die Übertragung präsentiert von Bitburger und Coca-Cola. Das ist das Bild aus Berlin. Philipp Lahm und diese Choreografie, die hat gesessen. Ich meine, die WGs haben sich ja einiges ausgedacht. Und was für Bilder sich da hinter der Bühne abgespielt haben. Helene Fischer, Bastian Schweinsteiger, Marius Müller-Westernhagen hat sich noch ein bisschen untergemischt eben bei der Mannschaft. Das Konzept ist aufgegangen mit den Wohngemeinschaften, das sich Olli Bierhoff ausgedacht hat. Ja, absolut. Olli Bierhoff macht seit Jahren überragende Arbeit. Er denkt sich immer was aus und ich glaube, die Idee jetzt in so Wohngemeinschaften zu leben, ist absolut aufgegangen. Aber Helene Fischer und die deutsche Nationalmannschaft, wo sind die Punkrocker geblieben? Ja, ich weiß nicht. Ich denke mal, dass Helene Fischer wirklich auch gute Arbeit macht. Und es sind super Songs zum Feiern. Und die Jungs hatten genug Gelegenheit, jetzt auch bei der WM zu feiern. Und dass dann dieses Lied dazukommt, ist ja immer so. Jedes Jahr oder jede Weltmeisterschaft kommt ein neuer Interpret dazu. Dieses Jahr ist Helene Fischer. Jetzt werden wir mal ein bisschen so die Darbietung nach Noten jetzt mal bewerben. Anne, jetzt bist du dran. Also es gab die Nummer mit Miroslav Klose, So gehen die Gauchos. Würdest du das ganz vorne wählen? Also ich möchte da keine Wohngemeinschaft rauswählen oder aussuchen. Denn ich meine die Choreografie. Ach so, die Choreografie. Habe ich gerade nicht gehört. Ja, jeder hatte was für sich. Ich fand am besten die mit dem WM-Pokal am Ende, denn darauf haben alle gewartet. Also das kleine Versteckspiel, wo ist der Lahm und wo ist der Pokal? Athleten funktioniert übrigens, Arne Friedrich hat hier laufend Trikots signiert. Die Fans haben von unten hier ihre ganze Kollektion zu uns oben auf die Bühne geworfen. Und Arne hat in den letzten 15 Minuten fleißig unterschrieben. Wenn man das mal guckt, diese ganze Entwicklung, also die es da gegeben hat, von, wir haben es vorhin gesagt, damals als Jürgen Klinsmann begonnen hat, bis zu jetzt, wird eine neue Generation von Fußballern erwachsen, die sich jetzt das angucken und sagen, ich möchte so sein wie Schweinsteiger, ich möchte so spielen können wie der Klose, ich möchte so genial am Ball sein wie Mario Götze. Kein Zweifel, definitiv. Für mich persönlich war es 1990 das Turnier, wo ich richtig Feuer gefangen habe und es gibt so viele Kinder, die das jetzt miterleben und die auch Fußballprofi werden wollen. Und ich denke mal, es gibt keine bessere Werbung als der WM-Titel und vor allem eine Mannschaft, die so hervorragend gespielt hat, technisch wie kämpferisch und vor allem als Einheit. Und ich denke, das spricht für Deutschland. Das sollte so sein, Teamgeist, denn damit kann man wirklich weit kommen.
Erklär doch mal, wie das damals bei dir war 1990. Du hast da in Rom dich und nicht nur da, sondern natürlich auch in Mailand in den Vorrundenspielen ankicken lassen. Ein bisschen groß gefeiert, merkst du das? Sie haben mich nicht vergessen. Arne Friedrich Sprechchöre und hier fliegen die Trikots. Sie wissen gleich alle noch unterschreiben. 1990, erzähl noch mal ein bisschen. Ja, ich kann mich noch genau daran erinnern. Ich habe mit meinen Eltern geschaut und ja, es war Wahnsinn. Gerade Andi Brehme, der Elfmeter, es gibt so viele Erinnerungen daran. Und das hat auch dem deutschen Fußball natürlich noch mal einen richtigen Schub gegeben. Es wurde von der goldenen Generation gesprochen, die kein Spiel mehr verliert. Es ist ein bisschen anders gekommen, leider. Aber man sieht, gerade nach so einem Titel, man muss weiter hart arbeiten. Aber das absolut Positive ist, wir haben so viele junge Spieler, die jetzt wirklich darauf warten, die Chance zu bekommen. Und die Mischung, die hat auch wirklich gepasst jetzt. Das war damals natürlich Franz Beckenbauer, der unmittelbar nach dem Turnier gesagt hat, Deutschland wird auf Dauer hin unschlagbar sein und legte die ganze Last auf seine Nachfolger. Dies ist der erste WM-Titel des wiedervereinigten Deutschlands. Es hat dann doch noch ein bisschen gedauert und ein bisschen Demut tut da hier und da ganz gut. Wenn man sich jetzt die nächsten Aufgaben anguckt. Also Miroslav Klose ist der Einzige, von dem wir ausgehen, dass er aufhören wird. Wer ist derjenige, der da möglicherweise reinspringen kann? Wir haben einen im Finale gesehen,